Lecker. Du Mama, was trinkt denn der Junge da? Er trinkt einen Fruchtsaft. Und wie entsteht der Fruchtsaft? Den Saft gewinnt man durch starkes Pressen und Zerdrücken der Früchte. Und woher kommen die Früchte? Die Früchte reifen an den Zweigen der Obstbäume. Die Obstbäume wachsen auf den Feldern, den sogenannten Obstplantagen, wo sie in langen Reihen nebeneinander stehen, sodass die Traktoren dazwischen entlangfahren und den Menschen bei der Baumpflege und beim Bewässern helfen können. Wenn die Früchte dann richtig reif sind, werden sie von den Bäumen gepflückt und auf große Wagen geladen. Die Traktoren bringen sie dann zum Obstbaubetrieb, wo die Früchte gepresst werden, um daraus Saft zu gewinnen. Und wie schafft man es, dass die Bäume schön wachsen? Die kleinen Bäumchen werden in langen Reihen gepflanzt und dann ernähren sie sich erstmal von Sonne, Wasser und Luft. Ganz wichtig ist die Pflege der Bäumchen mit verschiedenen Spezialmaschinen, die an die Traktoren angekuppelt werden, wie zum Beispiel die, die ihnen Zusatznahrung geben. Damit sie in der gewünschten Form wachsen, werden dagegen Maschinen verwendet, die die überschüssigen Triebe abschneiden. Zum Schluss werden sie noch mit Mitteln besprüht, um sie vor Krankheiten zu schützen. Und dann wird gewartet, bis die Früchte reif sind. Aber aus den Früchten wird nicht nur Saft hergestellt, sondern auch leckere Marmeladen und noch viele andere Produkte. Und wie wachsen die Früchte an den Bäumen? Die Früchte entstehen aus den Blüten. Die Bienen ernähren sich vom Nektar, der sich in den Blüten befindet. Und durch das Fliegen von einer Blüte zur anderen nehmen die Bienen die Pollen mit, die für das Wachsen der Blüten wichtig sind. So können sich die Fruchtknoten der Blüten nach und nach zu Früchten verwandeln, die dann reifen und später süß und saftig werden. Yippie! Hab alles verstanden und fahr gleich los, ein paar Früchte ernten.